Ihre neuen Informationen sind sehr interessant. Aber wir können hier nicht untätig rumsitzen, während Entscheidungen darüber getroffen werden müssen, wie es weitergeht. Mittlerweile konnte ich die Raptor-Piraten durch das Wurmloch in ihrem Lager ausfindig machen. Sich selbst überlassen, können sie wirklich Probleme machen. Die Wadrak dulden keine Abtrünnigen. Wir haben den Befehl, das Hauptquartier der Raptoren zu zerstören. Der Großteil unserer Flotte beschäftigt sich mit den Gorg und das Oberkommando glaubt, dass wir jedes verfügbare Schiff brauchen, um die Piraten zu schlagen. Mit einigem Widerwillen bitte ich hiermit offiziell um Ihre Unterstützung. Sie werden den Schlachtschiffen Athens und Rome während des Angriffs Deckung geben. Die Raptoren haben sich in einem Trümmerfeld zwischen den Wracks von Redrock und Gorg-Schiffen versteckt. Die Schlachtschiffe zerstören die Basis. Ihre einzige Aufgabe besteht darin, die Piraten und Kampfschiffe zu beschäftigen, wobei ihnen einer unserer Zerstörer hilft. Glauben Sie mir, gäbe es eine Alternative für diese Mission, hätte ich Sie nicht gefragt. Hoffentlich haben Sie beim letzten Zusammenstoß mit den Raptoren was gelernt. Und somit, hallo und wir sind zurück zu Nexus, der Jupiter-Incident. Ich habe tatsächlich was gelernt bei den letzten Missionen, nämlich dass der liebe Admiral einen ziemlich großen Mund hat. Mal schauen, ob ihn das irgendwann noch zum Verhängnis wird. Jedenfalls braucht er uns diesmal, wenn es gegen die Piraten geht. Und ich darf unser Schiff ein bisschen umkonfigurieren und sogar einen Fähigkeitspunkt vergeben. Auch das gibt's bei Nexus, allerdings eher relativ nebensächlich nach meinem Wissen. Wir können entweder Militärwissenschaft oder Technik fördern. Militär, kämpfen wir ein bisschen besser. Wissenschaft geht das Ganze scannen und aufklären etwas besser. Und Technik, mehr Energie, bessere Reparatur. Ich glaube, da gehen wir mal auf Technik. Das klingt ganz gut. Und Schiff konfigurieren. Wir haben neue Schilde. Die Layer-Schilde im Vergleich zu den Hydron- oder Hydron-Schilden. Und die sind definitiv besser, wie man da oben sieht. Also ein Punkt mehr Verteidigung und Integrität. Und entsprechend werden wir die Hydron-Schilde rauswerfen, die Leerschilde montieren. Dann haben wir noch 4 Punkte übrig. Und in der Mission, so viel weiß ich, darf ich verraten, braucht man relativ viel Feuerkraft, was Schildschwächung angeht. Und da haben wir was Neues, die Overload Energiebomben, die man montieren könnte. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, leider, bei einer der letzten Missionen, habe die Gatling Guns in die Slots gepackt, anstatt in die Slots und umgekehrt. Das heißt, ich muss jetzt hüllenzerstörende Waffen rauswerfen, dafür, dass ich hier diese schwere Waffe reinbekomme. Eigentlich sollte man sie gegen Energiegranaten tauschen, aber hier in diesen Slots haben sie eben nicht Platz. Das heißt, hier sollten eigentlich die Energiegranaten sein und hier die Gatling Guns. Nach und nach tauscht man sowieso alles um, aber jetzt für die Mission ist es ein bisschen ungünstig. Schmeißen wir die trotzdem mal raus, montieren eine Overload-Energiebombe, dann haben wir richtig viel Schildzerstörungskraft, aber halt relativ wenig Hüllenzerstörungskraft. Zum Glück haben wir ein bisschen was an Hilfe, andere Schiffe, die dabei sind, also können wir uns sozusagen um die Schilde kümmern und die anderen schießen dann auf die Hülle. Gut, lass uns losgehen.
Ihnen werde ich zeigen, dass man sich mit den Menschen nicht anlegt. Schauen Sie zu, Captain Cromwell. So machen das die großen Jungs. So, mal kurz auf Pause schalten. Also der liebe Admiral, der möchte uns jetzt zeigen, wie das Ganze geht. Wir haben hier ja, 6 Gegner, zumindest 6 relevante Gegner, plus die Raptoren-Kolonie da hinten. Aber jetzt müssen wir uns vorher mal um die kleinen Schiffe kümmern. Haben alle Schilde und ja, wie schon angekündigt, wir kümmern uns um die Schildschwächung. Da hilft uns eben hier diese Overload-Energiebombe sehr. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, auf wen wir hier schießen. Tendenziell auf die, die am nähersten sind. Da sind wohl die hier, da bewege ich mich jetzt auch mal hin. Und ziel auch direkt mal auf die. Sir, wir haben eine Nachricht vom Botschafter der Vardrak erhalten. Er sagt, wir sollen die Raptoren nicht unterschätzen. Der Botschafter der Vardrak? Leiten Sie die Nachricht umgehend an Rear Admiral Norbank weiter. Was wissen diese Feiglinge schon von Taktik? Hören Sie nicht auf diese Vardrak, Captain. Sie haben Angst vor ihren eigenen Schatten. Die Raptoren sind übergroße Echsen. Was soll man da unterschätzen? Geben Sie uns Deckung, Captain. Keine Sorge, das sind leichte Ziele. So, jetzt haben wir mal den ersten erwischt. Sind die Schilde schon ordentlich runter. Werden wir aber gleich direkt ein bisschen weiter schießen. Theoretisch würde man es auch ohne Overload-Bomben schaffen, so geht es allerdings wesentlich schneller. Und das ist durchaus eine Mission, wo man so ein bisschen aufpassen muss, was man macht, beziehungsweise ja, nicht selber aufpassen muss, was man macht, sondern es hängt auch ein wenig vom Glück ab, was hier, wo, wie passiert. Warum, darauf komme ich dann, glaube ich, etwa Hälfte von der Mission, da lässt sich das gut erklären, oder besser wie jetzt. So, da sind die Schilde schon mal runter. Dann kümmern wir uns um den nächsten. Das ist die Pain. Und na, verzichten wir vielleicht mal auf die. Machen wir nur mit der Gatling Gun. Etwas mehr Energie auf die Waffensysteme. Und die sollte eigentlich relativ schnell runter sein. Genau, weil alle anderen Schiffe, sprich wie die Void, die Thunder, Silver und so weiter. Die schießen da ja auch ganz brav auf die. So, die Pain ist dann die nächste. Mal gleich die Waffen anpassen. Die Overload-Energiebombe können wir uns in dem Fall sparen, glaube ich. Da sind die Schilde gleich weg. So, die Storm. Das nächste Storm. Schaut mal! Ihr holt vom Himmel euch 1, 2, 3. So, Storm hat auch die Schilde verloren. Pain. Auf wen ziehen wir dann als nächstes? Wer ist hier in der Nähe? Die Stalker. Sonst passt hoffentlich noch alles. Ja, schaut gut aus. So, die ist deaktiviert. Die Pain auch gleich mal. Die Stalker hat keine Schilde mehr. Sehr gut. Die Void, der geht nicht mehr ganz so gut. Die werden wir vermutlich verlieren. Also ist fast vorprogrammiert, dass man hier ein oder zwei Schiffe verliert. Und auf das wollte ich eben vorher raus. Da ist der Zufall einfach mit dabei. Je nachdem, wo sich die Schiffe zum Beispiel gerade befinden, wenn sie im schlechten Zustand sind, Schilde runter, so wie in dem Fall, fast bei allen, außer bei der Thunder, und irgendwas explodiert in der Nähe, da verliert man einfach relativ schnell ein Schiff und kann wenig dagegen tun. So, dann spendieren wir da wieder mal eine Overload für die Fang. Feindliches Geschwader vernichtet. Sehen Sie nur! Zielen Sie auf die Raketen! Auf was warten Sie? Machen Sie schon!
Sir! Die Athens! Schiff verlassen! Wir explodieren gleich! Wir sind draußen! Ich bin sicher! Gott sei Dank! Was ist da passiert? Wenn ich herausfinde, wer das vermasselt hat, werde ich... Sir! Die Rettungskapseln wurden von der Explosion erfasst! So, muss man kurz hier unterbrechen. Jetzt sehen wir zum Beispiel, wir haben nur mehr zwei Schiffe übrig, weil einfach vermutlich eine hier in der Explosion erfasst worden ist. Wenn man Glück hat, hat man noch drei. Wenn man viel Glück hat, hat man sogar vier. Also, Admiral Norbank und seine Crew sind tot. Ist ein bisschen dem Zufall überlassen. Ich übernehme das Kommando der Flotte. So, jetzt dürfen wir auch mit der verbleibenden Flotte arbeiten. Die Pain, die ist eh, glaube ich, schon kampfunfähig. Das heißt, die Raptorenkolonie ist unter anderem das nächste Ziel. Mal bei der Silva nachschauen, wie es da um die Schilde bestellt ist. Ja, die sind auch in gutem Zustand, allerdings eben unten. Können wir da mehr Energie auf die Schilde geben? Bringt das was? Ich glaube, das bringt erst was, wenn die wieder aktiviert sind. Wir holen auf jeden Fall mal die Fighter zurück. Und die soll mal Position halten. Aber Sir, die haben zwei Schlachtschiffe mit nur zwei Raketen vernichtet. Wer weiß, was sie noch vorhaben? Wir sollen kneifen und abhauen? Nicht unter meinem Kommando, Soldat. Wir haben einen Auftrag. Erledigen wir ihn. Also die Silver, da wollte ich ja... Ja, Sir. ...dafür sorgen, dass die Geschwader zurück können. Kommt, kommt. Wir schießen Rakete. Boom. Ich sammle Stücke und mache Kette. Ja, meine Mutter findet euch lustig und die Flatter, dünnen, dummen Menschen vom Bögelschiffe. Ja, ja, ihr wollt noch mehr? So, jetzt muss ich ihn leider nochmal unterbrechen. Auch wenn es gerade recht amüsant ist, was der so spricht. Da haben wir jetzt einen neuen Gegner, die Den. Und um die müssen wir uns relativ schnell kümmern. Also gleich mal alles, was Schilde schwächt. Inklusive unserer Overload-Bomben. Mit Wartragtechnik. Hat er das verstanden? Ich glaube nicht ganz. Wir essen eure Gesichter und spucken euch auf die Beine. Sir, noch eine Nachricht vom Botschafter der Wartrag. Kann das nicht warten? Aber Sir, er glaubt, dass die Raptoren bei der Reparatur des Reaktorenergieverteilers der zweiten Gondel einen Fehler gemacht haben. Wenn wir sie treffen, können wir eine Kettenreaktion auslösen. Woher zum Teufel weiß der Botschafter das? Keine Ahnung, Sir. Sollen wir den Datenscanner benutzen? Okay, gute Gelegenheit, da vielleicht ein bisschen schneller Schluss zu machen mit der Kolonie, wenn wir die scannen. Positiv! Machen wir das flott. Und schießen allerdings weiter auf die Den. Feindliche Kanonen. Von euren Minischiffen muss ich niesen. Ich sehe. Und ich glaube, wir werden alles, was wir an Geschwader haben, da auf die feindlichen Schiffe schicken. Fliegt mit euren Babyschiffen nach Hause, Mensch. Unsere Geschwader. Wir werden sehen. So, feindliche Schiffe sind zusammengebrochen. Okay, das sind gute Nachrichten. Aye, aye, Sir. Ja, Sir. Auf dem Zielschiff befinden sich besondere Informationen. Wir haben ein Kampfschiff verloren. Ich hoffe mal, das Scannen ist mal schnell abgeschlossen, damit wir unsere Schilde wieder hochnehmen können. Auftrag erledigt. Na, noch sehe ich nichts. Warnung. Die Waffe hat keine Munition mehr. Der Botschafter der Warte. Wissenschaftliche Analyse abgeschlossen. Wissenschaftliche Analyse abgeschlossen. Ah, damals Auftrag diesen erledigt. Steuerreaktor. Gut, dann Schilde wieder einschalten. Die Den ist eh erledigt. Das heißt, wir können eigentlich alles, was wir haben, positiv, hier auf diesen Steuerreaktor
schießen lassen, inklusive auf die Kolonie an sich. Der Reaktorenergieverteiler der zweiten Gondel ist wirklich undicht. Ich schlage vor, sie zu zerstören, Sir. Das ist der schnellste Weg, um die Basis zu vernichten. Die Waffe hat keine Munition mehr. So, Schilde bitte. Da sind sie wieder. Sehr gut. Volltreffer! Die Kettenreaktion hat begonnen. Sie werden explodieren. Dann sollten wir uns, glaube ich, möglichst schnell aus dem Staub machen. Falls ich es noch schaffe, einen Navigationspunkt zu setzen. Offensichtlich gerade nicht. Gut, dann werden wir einfach flüchten. Vor der Basis, aber die kann ich auch nicht mehr anwählen. Ich schaff's nicht mehr, Navigationspunkte zu setzen. Gut, dann die Angeling ist ja schon relativ weit weg. Soll die Sander einfach möglichst schnell nachfolgen. Gut, das hat, glaube ich, genügt. Sehr schön. Ja, leicht chaotische Mission und ein paar Mal dazwischen gequatscht. Tut mir leid, aber ja, so langsam wird es ein bisschen haariger. Und da kann man sich leider nicht immer leisten, die Gegner ausreden zu lassen. Schaut, das hat man alle Sekundärziele erreicht. Sehr schön. Offensichtlich hier Schiffe verlieren kein Sekundärziel. Medaille haben wir leider keine bekommen, aber sonst, ja, ganz guter Ausgang. Ein paar Fighter haben wir verloren, aber ich glaube kein komplettes Set. Schaut gut aus. Nicht mal im Schlaf entkomme ich dem Gespenst des schwarzen Mondes. Es verfolgt mich im Traum, hängt unheilvoll an einem blutroten Himmel. Niemand war auf Angels Bericht vorbereitet. Auf der Erde steht alles unter der Kontrolle eines außerirdischen Wesens, der Entity. Sie ist eine künstliche Intelligenz mit unvorstellbarer Macht. Als die Wardrak vom Schicksal der Erde erfuhren, gerieten sie in Panik, wie die Kolonisten der Noah vorausgesagt hatten. Ihre Furcht vor den Mechanoiden ist grenzenlos. Die Wardrak haben das zu unserem Sonnensystem führende Wurmloch blockiert. Die Weltraumfestung, die es schützt, könnte ganzen Flotten standhalten. Sie haben jeglichen Flugverkehr untersagt. Nicht mal die Angel Wing kommt durch. Die Erde ist auf sich allein gestellt. Die Begegnung mit den Mechanoiden scheint Angel verändert zu haben. Ihre Entschlossenheit ist fast beängstigend. Wie sie sich auf alle verfügbaren Informationen über Mechanoiden stürzt, geht weit darüber hinaus, den Feind zu kennen. Sie weicht meinen Fragen über ihre Erlebnisse auf der Erde aus. Ihre Hilfe ist von unschätzbarem Wert, aber die aufkeimenden Kräfte und das ungewöhnliche Verhalten machen alle misstrauisch. Nach all den Sorgen endlich mal eine gute Nachricht. Rear Admiral Arthur Norbank hat die Zerstörung der Rome wie durch ein Wunder überlebt. Für seine heldenhaften Taten erhielt er die Diamond Nova Medaille. Jetzt kann er sein Führungstalent unter Beweis stellen, indem er eine tief ins Gebiet der Gorg führende Großoffensive kommandiert. Diese jüngste Offensive wurde durch eine Entdeckung nach der Zerstörung der Raptor-Basis ausgelöst. Im Trümmerfeld befanden sich gleich zwei Wurmlöcher. Eins führte zum Noah-System, das andere in eine Grenzprovinz der Gorg. Die Beweise gegen den Feind sind erschlagend. Rear Admiral Norbank will im Namen der Wardrak eine Basis im Gebiet der Gorg errichten. Das Oberkommando vertraut mir und hat mich als Offizier der Starhawk-Flotte der Kolonie Noah verpflichtet. Erneut habe ich die Ehre, Rear Admiral Norbank auf seinem Kreuzzug zu eskortieren. Ich bin sicher, dass er mir auch diesmal zeigen wird, was die großen Jungs unter einer gelungenen Schlacht verstehen. Wie
Wieder einmal führt uns das Schicksal zusammen. Ich hoffe, der harte Kriegsalltag hat Sie nicht allzu sehr erschöpft. Seien Sie dankbar, dass sich härtere und erfahrene Männer den Schrecken der Front stellen müssen. Die Gorg erfahren nicht, wer sie getroffen hat. Ich fliege mit meiner Flotte ins Gebiet der Gorg. Sie begleiten mich. Es wird ein intensiver Kampf mit vielen Truppen, daher muss ich zu Ihrer Sicherheit darauf bestehen, dass Sie in einigem Abstand warten, während ich die Kampfschiffe und Grenzfestungen der Gorg vernichte. Danach errichte ich einen Kommandoposten, den wir später als Brückenkopf nutzen können. Aber jeder muss in diesen gefährlichen und unsicheren Zeiten Pflichten übernehmen. Wir werden unser Versorgungsschiff während des Angriffs zurücklassen. Ich gehe davon aus, dass die Gorg es angreifen werden. Captain, Ihre Einheit übernimmt den Schutz des Versorgungsschiffs. Ich hoffe, Sie kennen die Konsequenzen eines Scheiterns, Captain. Wenn Sie unser Versorgungsschiff nicht verteidigen können, werden wir mit einer geschwächten Flotte im Weltraum stranden und hätten keinerlei Überlebenschancen mehr. Es heißt, Sie hätten Talent. Ich hoffe nur, dass Sie mich nicht enttäuschen. Ich habe erfahren, dass Ihrem Kommando bereits zwei Zerstörer unterstellt wurden. Die Brutus und die Sparta sind ausgezeichnete Schiffe mit hervorragender Besatzung. Passen Sie gut auf sie auf, Captain. Ich gebe Ihnen vorübergehend noch einen schweren Kreuzer und zwei leichte Kriegsschiffe. Die sind Ihnen allerdings nur für diese Mission unterstellt. Also sorgen Sie dafür, dass Sie heil bleiben. So, Captain, ich muss mich um meine Pflichten kümmern. Lassen Sie uns nicht im Stich. Ja, eine ganz schöne Menge an Story-Elementen da zum Verdauen. Die Erde unter der Kontrolle der Mechanoiden, die Wardrag in Panik vor den Mechanoiden. Und jetzt geht's auch noch gegen die Gorg. Wir haben unsere eigene kleine Flotte. Super kleines Preview können wir uns da ja gönnen. Die Brutus und die Sparta, die wir jetzt auch eben ausrüsten können. Mal schauen, wie wir die ganzen Punkte dann nächstes Mal für die Angel Wing noch vergeben. Da ist ja alles Mögliche jetzt an spannenden Dingen dabei. Hoffentlich können wir es halbwegs gut umrüsten. Ja, und dann würde ich sagen, alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vierdenk. Und Baba!